Nach einem nicht so positiven Testbericht meinerseits des AMD Ryzen 5400ers rettet das übertaktende 4 GHz den Chip in meinen Augen. Jetzt nur um es klarzustellen, das Mikroruckler-Problem in Crysis 3 wird dadurch beispielsweise nicht behoben, nur weil wir den Prozessor übertakten. Also das braucht man gar nicht erst erwarten. Es ist einfach die Tatsache, dass die Kerne in der CCX-Einheit so angeordnet sind. Da können wir als Konsumenten nichts daran ändern. Für dieses Overclocking-Video werde ich wieder einmal das Asus Prime X370 Pro verwenden, wie es der Fall bei all den anderen Ryzen 5 Videos von mir war. Nur zur Erinnerung, ihr müsst nicht ein X370 Board besitzen, um übertakten zu können. B350 reicht da locker aus. Wie mit allen Ryzen-Chips bisher waren 4 GHz das Maximale, was ich als stabile Übertaktung erreichen konnte, mit einer noch einigermaßen sicheren CPU-Spannung. Wie es bei diesem bestimmten Ryzen 1400 ist, habe ich sogar fast 4,1 GHz 100% stabil bekommen, aber ich wollte einfach nicht zu viel Spannung hinzufügen. Wie immer habe ich die neueste BIOS-Version installiert und habe mein G-Skill Flare X-Kit auf 3200 MHz laufen. Ihr solltet keine OC-Einstellungen anrühren, bevor ihr euch nicht vergewissert habt, ob denn euer RAM auch stabil ist. Läuft, okay? Also überprüft das zuerst. Und dann können wir loslegen und jeweils 160 und 8 für die FID und DID Werte eingeben, wie es bei mir der Fall mit dem Asus Board ist. Der CPU-Zieltakt steigt nun auf 4000 MHz an, wie ihr sehen könnt. Zum Thema Spannung, ich bevorzuge den Offset-Modus und füge der CPU 0,13125 Volt hinzu und speichere anschließend die Einstellungen ab. Sämtliche Energiesparfunktionen bleiben unberührt, diese sind eingeschaltet. Zuerst auf Stock zeigt CPU-Z an, mein 1400er läuft mit 1,046 Volt maximal. Übertaktet auf 4 GHz sind das 1,395 Volt maximal auf Volllast, was zugegeben etwas hoch ist und was ich nicht unbedingt für 24/7-Betrieb als empfehlenswert bezeichnen würde. Ihr solltet da vielleicht euch lieber 3,8 oder 3,9 GHz als Ziel setzen mit weniger Spannung, bestenfalls unter 1,35 Volt. Also gut, so habe ich nun übertaktet. Wie sieht's aber mit den Leistungssteigerungen aus? Werden diese der 1400er auf die Sprünge helfen? Schauen wir mal. Übertakten hilft dem Chip durchaus und katapultiert diesen in eine ganz neue Performance-Klasse. Das kam für mich unerwartet, denn die vorherigen Ryzen CPUs, die ich getestet habe, haben nicht so stark von Overclocking profitiert wie dieser hier. Zuerst einmal die Rendering-Leistung überholt die der deutlich teureren i5-7600K mit großem Abstand und kommt eigentlich sehr nah an Intels Flaggschiff Mainstream i7-7700K heran. Also was Rendering-Videobearbeitung und so betrifft, konnte mich der Ryzen 5400 diesmal voll und ganz überzeugen. Eine großartige Verbesserung gegenüber den Stock-Einstellungen. Sehen wir uns allerdings den FPS-Boost, den wir in Spiele bekommen, an, kann auch da dasselbe gesagt werden. Eine ganz neue Liga. Bei einem Takt von 4 GHz hält der 1400er
richtig gut mit der teureren Ryzen 5606 Kernvariante mit. Also was Bildraten angeht, kann ich mich echt nicht beklagen. Für 180 Euro, so viel kostet der Chip derzeit, wirklich nicht schlecht. Auf 4 GHz ist er jetzt ein starker Konkurrent Intels i5-7600K, der deutlich mehr kostet, aber im Großteil der Spieletitel nach wie vor wegen ein paar mehr FPS als Sieger hervorgeht. Die Temperaturen sind nicht super niedrig, aber sie sind nicht sonderlich schwer unter Kontrolle zu halten mit einem ordentlichen Luftkühler oder einer AIO-Wasserkühlung. Der Stromverbrauch aber, gut, ist eure Entscheidung, ob sich dieser lohnt, wenn ihr übertaktet. Ryzen generell scheint drastisch mehr Strom zu verbrauchen, erhöht man die Spannung. Dennoch würde ich hier nichts als extrem abstempeln, der Verbrauch ist einfach nur um einiges höher, als es auf Stock der Fall ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, von all den Ryzen-Prozessoren, die ich bis jetzt getestet habe, macht es am meisten Sinn, diesen bestimmten, den 1400er und wahrscheinlich auch den 1500X zu übertakten. Man kitzelt so durch Übertakten deutlich mehr Leistung heraus. Jedoch hilft dies nicht bei den Mikro-Rucklern in Crysis 3. Der Grund dafür ist, dass die vier Kerne im Grunde genommen auf den zwei CCX-Einheiten geteilt sind. Dies führt zu einigen Leistungseinbußen und in manchen Spielen wie Crysis 3 entstehen dadurch Mikro-Ruckler, wobei die Bildrate an sich eigentlich vollkommen okay zu sein scheint. Also das wär's. Ich hoffe, euch hat dieses Overclocking-Video mit dem AMD Ryzen 5400 gefallen. Irgendwelche Meinungen, lasst mich diese unten in den Kommentaren wissen. Danke sehr fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.